Schönen guten Tag hier in Lörrach. Reimt sich. Ja, genau. Das war der Gig beim Stimmenfestival. Falls sich der eine oder andere fragt, warum ich heute hier alleine beim Frühstück in Lörrach sitze, wir reisen halt alle unterschiedlich an. Denn Steff hat bis gestern noch eine Voice of Germany Aufzeichnung gehabt und der No wieder ist mal wieder in der Mission Videodreh unterwegs. Da kommt ja jetzt demnächst was. Ja, wenn ihr das seht, ist es schon draus. Also, wenn ihr das seht, dann habt ihr jetzt wahrscheinlich schon unser Laufvideo zu auf bei YouTube gefunden. Und das drehen wir gerade an verschiedenen Tagen und das ist der Novi gerade schon wieder am Location scouten und machen. Viel los gerade. Und wer es noch nicht gesehen hat, der kann wo klicken? Und wer es noch nicht gesehen hat, der kann jetzt mal hier oben. Keine Ahnung, kannst du das dann einstellen? Entweder hier, hier oder hier. Und dort findet ihr jetzt das Video zu auf. Ach, guck mal. Guck mal, wer da ist. So, du hast gestern noch Voice gedreht? Ja, Fabi und ich, wir haben gestern noch The Voice of Germany gedreht. Und ihr musstet leider schon zeitiger losfahren, als wir fertig waren mit der Sendung. Deswegen mussten Fabi und ich nachkommen. Sag's nochmal, ich wusste nicht, ob ihr schon gehört habt, aber wir spielen heute in Lörrach. Ich weiß nicht, ob ihr schon gehört habt, aber wir spielen heute in Lörrach. Auf spielen wir heute, oder? Wollen wir zumindest checken, ne? Wenn ich richtig verstanden habe. Gut, machen wir. Euch lieb's, euch lieb's. Wie war das erste Mal auf? Also, das war jetzt. Muss gesagt, ich nur so ein bisschen reinruckeln? Das wird schon. So, kurzes Abendbrot. Wir haben das erste Mal auf, live geprobt für das Elbufer in Dresden. Da soll das Ding ja Premiere haben und wir haben ein gutes Gefühl. Die Ruhe vor dem Sturm. Unser Debüt in Lörrach. Ab geht's, oder? Lörrach, so, das wird ein Fest. Hey Lörrach, ich find's schon mal mega geil. Ihr macht ein Konzert mitten in der Stadt. Wie geil ist das? Als wir das letzte Mal in Bautzen gemacht haben, wurden danach Konzerte in der Innenstadt verboten. Ich hoffe, dass das jetzt nicht nach Lörrach ausgeseilt wird. Oh, ich bin ein Zombie. Mitten in der Stadt eine große Bühne, das ist doch der absolute Wahnsinn. Guck mal. Herzlich willkommen hier aus dem Schnitt von Inside the Band Lörrach. Ich dachte, ich lasse mal kurz ein paar Grüße da und der Gig in Lörrach liegt ja jetzt schon ein paar Wochen zurück. Ich dachte, ich zeige euch mal kurz, was wir hier gerade so in Echtzeit machen. Kommt mal mit. Wir sind nämlich im Studio und nehmen neue Musik auf. Also wir feiern es schon mal. Ich hoffe ihr auch. Ich würde sagen, jetzt erstmal zurück auf die Bühne nach Lörrach. Bis dann. Sagen, lasst uns nicht schweigen, wenn wir was nicht mehr ertragen. Wir sind die Uhr, die ewig läuft.
und egal wen du stört, wir machen weiter, solange bis ganz leer auf uns ab. Richtig endkrass. Wirklich richtig cool. Lorach, ich weiß nicht, warum wir vorher noch nicht hier bei euch waren. Geile Stadt, geile Leute, mega Stimmung. Lobby? Ja. Nee, jetzt nie. Jetzt nie. Jetzt nie. Hat's dir gefallen? Feier, ich hab Feier und Bio. Mir hat's sehr gefallen. Es war ganz großartig. Ganz tolle Leute. Tschüssi, Lorach. Das war unser Fest. Hoffentlich bis zum nächsten Mal.